Daumen natürlich weiterhin drücken. Die Daumen drücken natürlich vor allem auf ein Ereignis, das diesen Winter ansteht, nämlich die WM. Und du hast schon gesagt im Vorfeld, der Ziel ist ganz klar der WM-Titel. Was würde das nochmal bedeuten? Ich meine, mit eigentlich zwei Olympia-Goldmedaillen, einer Silbermedaille, da hat man eigentlich schon das Höchste erreicht. Aber welchen Stellenwert hat die Weltmeisterschaft jetzt für dich in deiner Karriere auch und der mögliche Gewinn auch? Ja, schon eine große. Ich sage immer, es gibt so die drei Kategorien großer Dinge, die man gewinnen kann im Skirennlauf, eben Olympiamedaille, WM-Medaille oder Kristallkugel. Die Olympiamedaille habe ich jetzt schon abhaken können und ich denke, ja, dass jeder ambitionierte Rennläufer da dasselbe Ziel hat. Jeder will einmal Weltmeister werden, will eine WM-Medaille machen, jeder will um eine Kugel mitkämpfen. Dass ich das dann aber auch wirklich erreiche, ist noch sehr, sehr viel zum Tun. Und ist natürlich ein sehr hochgestecktes Ziel, aber jeder in dieser Mannschaft hätte einfach den Anspruch, dass er vorne mitfährt, dass er Rennen gewinnt. Und das erste Ziel wäre für die kommende Saison, dass ich mit ihm intern einmal durchsetze, dass ich bei der WM überhaupt dabei bin. Mhm. Und dann möchte ich mir natürlich selber auch wieder die Chance geben, dass ich um eine Medaille mitkämpfe. Da möchte ich wieder, ja, von Anfang an, vom ersten Weltcuprennen auch mit Herzblut fahren und wirklich attackieren, dass ich auch die Chance habe, dass etwas Gutes aussieht. Jetzt Saisonauftakt, offiziell ist eigentlich Ende Oktober in Sölden. Da hast du gesagt, du verzichtest auf den Riesentorlauf. Wie kommt es dazu? Möchtest du dich lieber noch auf den ersten Slalom dann konzentrieren oder was war da dahinter? Ja, da ist eigentlich mal der Grundgedanke der gewesen, dass das Slalom absolut im Vordergrund stehen muss. Das ist schon nach wie vor so, das ist die Hauptwettkampfdisziplin und die muss einfach zu 100% passen. Es ist jetzt aber so, weil Sölden angesprochen worden ist, dass man da das jetzt doch nochmal offen hat. Wir werden kommende Woche Vergleichsläufe fahren und wenn ich dort sehe, okay, es macht Sinn, ich bin gut in Form und Trainer sagen, ich kriege einen Startplatz, dann ist es vielleicht doch ein Thema, dass ich in Sölden am Start bin. Aber es hat jetzt keine Priorität in dem Sinn. Also wenn es gut passt, nehme ich es natürlich gerne mit. Aber das Slalom-Auftakt darf durch das nicht drunter leiden. Mhm.